Alma hat Sergeant Griffin getötet. Sie konnten sie nicht daran hindern. Nun versuchen sie zusammen mit den überlebenden Teammitgliedern zur Wake-Grundschule zu gelangen und Colonel Rennicks Leute daran zu hindern, Snakefist und Genevieve Aristide zu erreichen. Und was ist da draußen passiert, Lieutenant? Ich habe sie noch nie so erlebt. Sie tötete Griffin. Wer? Alma. Stokes ist noch völlig geschockt. Ich bin mir über gar nichts mehr sicher. Sich mit angepissten toten Mädchen rumschlagen, hatte ich mir nicht vorgestellt. Dann suchen wir doch diesen... Also scheinbar hat unser Team alle Informationen von Alma, die wir auch haben. Hätte ja sein können, dass das alte Team und 4-1 keine Informationen weitergegeben hat. Weil wir wissen ja, Alma ist ein totes Mädchen. Snakefist! Wir sollten uns hier aufteilen. Keegan, die Wunde, sind Sie sicher, dass Sie fit sind? Ich werd's durchstehen, Lieutenant. Gut, also das hier ist Aufklärung. Fangen Sie keine Kämpfe an. Beckett geht mit mir. Oh, darauf freue ich mich. Keegan, Stokes und ich alleine. Dein Einsatzkumpel. Wir sehen uns später. Jo. Denk dran. Aufklärung. Keine Sorge, Hattie. Ich bin nicht schießwütig. Nein. Alma ist hier. Sie folgt uns. Also Beckett, suchen wir Snakefist. Abschnitt 5. Provokation. Es wird immer besser. Was will er in einer Grundschule? Egal. Lass uns rein da. Keegan, melden. Nichts zu berichten. Es ist schon merkwürdig, dass jemand wie Snakefist sein geheimes Labor in einer Grundschule hat. Bis jetzt, Lieutenant. Außer noch einem Migräneanfall. Suchen Sie Snakefist. Wade Elementary. A Haven for Study and Growth. American Technology Corporation. Hier sind wahrscheinlich die Kinder der Anakin-Mitarbeiter zur Schule gegangen und Alma war hier auch. Versperrt. Auf diesem Weg kommen wir nicht rein. Na, hab ich doch gerade gesagt. Es muss aber einen Weg geben. Die Rauchwolke vom Gewölbe, wie groß die ist, ey. Sieht das bei einer Atombombe genauso aus oder nicht so schlimm? Ein Replika. Such weiter, es gibt immer einen Weg. Und meistens steht immer ein Fenster offen. Ups. Ah, das ist so komisch. Crisis, Steuerung, Ducken gewesen. Und hier ist es C. Keegan, wir sind unterwegs in die Schule. Verstanden, Lieutenant. Ich nähere mich von Süden aus an. Gut, wach bleiben. Kommen Sie. Stimmt, ein Fenster ist offen. Candy Sale, Fundraiser. Rotkehlchen, Marienkäfer, vielleicht Leseübungen oder so. Früher in der Kindergarten hatten die Klassen auch immer Tiernamen. Ich war in der Mäusegruppe. Ja, ich weiß, das interessiert sie nicht. Ich finde, so wie 4-2 muss ein richtiger Shooter sein. Wir haben es gerade den 17.10. In der Nacht von Freitag auf Samstag habe ich Crysis durchgespielt auf Twitch. Und
was die Gegner ausgehalten haben. Die Fahrphysik. Gut, hier gibt es jetzt keine Fahrzeuge. Das Einzige, was bei Crysis gut war, nach 13 Jahren des Releases, ich habe nämlich das Original gespielt und nicht das Remastered, war eigentlich nur die Grafik. Warte mal, mein Funk spinnt gerade. Ach, egal, weiter. Welche Maßstäbe das Spiel gesetzt hat, aber nicht im Gameplay. Ja, und die Story war auch nicht übel. War nicht so intensiv und so ausführlich wie hier bei 4, aber... man hätte daraus einen Kinofilm machen können, so eine typische Alien-Invasions-Story. Ein Besuch in der Krankenschwesterbüro. Gehen wir weiter. Good Children. Bekommen eine Extramilch. Gab's bei euch früher in der Grundschule auch sowas wie Milch? Wir bekamen irgendwie jeden Tag so einen Kasten. Und da gab's eine Flasche Milch, Kakao. Oder Vanillemilch. Gar nicht mehr, was ich getrunken habe. Ich glaube immer Kakao. Oder Vanillemilch. Ich glaube auch am Anfang habe ich einfach immer was genommen, ohne mir das bestellt zu haben. Wahrscheinlich beides. Aber was will man in einer Grundschule? Kommen Sie. Wildcat Pride. War wohl die Mannschaft der Grundschule. Armacam, hier sind wir richtig. Dein Kopf er nicht durch eine Pistole verlor. Wäre jetzt cool, wenn man hier eine Auszeichnung von Alma findet. Irgendwie Bundesjugendspiele, erste Klasse oder so. Ich war ja bis zum 8. Lebensjahr in der Schule. Mit 8 wurde sie Gewölbe gesperrt. Auch schon wieder. Ruhkehlchen, Marienkäfer, Laubfrosch. Oh, Mist! Hier gibt's noch mehr zu entdecken. Da wird Interferenzen, Stokes. Finden wir einen anderen Weg. Gut, ich hätte mir erhofft, ich müsste das jetzt nicht sagen. Aber ich nehme das jetzt hier zum zweiten Mal auf. Zumindest die Grundschule. Denn die erste Aufnahme war ohne Ton.
Hier sind die ganzen Hinweise, die ich von der Grundschule hier gefunden habe, schon. Der war ganz am Anfang. Wir machen uns Sorgen um unseren Sohn Zack und unsere Tochter Marlin, da sie ja ausgebildeter Psychiater sind. Wären wir für ihren Rat sehr dankbar. Beide berichten von wiederkehrenden Albträumen, die von Gefangenschaft im dunklen Räumenstich mit Nadeln und gewalttätigen Bildern geprägt sind. Zuerst dachten wir an einen gemeinsamen ausgeheckten Streich, aber die Träume scheinen Kinder ernsthaft zu belasten. Sie können sich nicht erinnern, solche Szenarien hier im Fernsehen gesehen zu haben. Haben natürlich auch noch nie etwas Ähnliches erlebt, sodass wir unsicher sind, woher diese Träume kommen und was darin dagegen zu tun sind. Da wir uns sehr an ihren Ratschlag gelegen, Devil und General Masterson. Und da hatte ich vermutet, oder ich vermute immer noch, dass das halt keine Albträume waren, sondern dass wirklich mit den Kindern passiert ist. In einem anderen Klassenraum fanden wir dann die Anwesenheitsliste der Kinder. Die aber noch einmal nicht vermerkt. Wir sind besorgt über die Fehlzeiten ihres Sohnes Max und seinen Fortschritt im Unterricht. Da reden sie über Max Schreiber. Er nicht im Mittagsschlaf teilgenommen hat. Unangemessenes Verhalten. Den komme ich erst später. So, dann der Stundenplan. Rotkehlchen und Marienkäfer und Laubfrosche sind nämlich Klassen. Und hier wurden Experimente gemacht mit den Kindern. So, und den hat man hier an diesem Punkt gefunden. Und hier wurde die Mission von den Truppen vom ATC ja, aufgezählt. Der erste war Wohnsitz Genevieve Avestite, Präsidentin ATC, Aufzeichnungen und Computer säubern. Haben sie natürlich nicht hinbekommen. Avestite festnehmen oder eliminieren haben sie auch nicht hinbekommen. So, medizinische Einrichtung Habinger und äußere Ring des Testgebiets. Da was haben sie ja vollständig. Aufzeichnung, Proben und Ausrüstung, Personal säubern. Wir waren ja live dabei. Dann die Replika-Soldaten und Habinger-Testobjekte töten. Haben sie auch hinbekommen. Habinger-Kandidat eliminieren. Unvollständig. Wir sind ja auch einer. Also das ist noch nicht geschafft. Die Anlage zerstören. Haben sie geschafft. So, und jetzt hier zur Weltgrundschule. Und Paragon-Anlage. Paragon kommt später auch noch. A-Aufzeichnungen, Blutproben, Schüler und Personal säubern. In Arbeit. Wir hatten die Befehle, Schüler zu töten. Wie Anakin Skywalker in Episode 3. Anlage zerstören, in Arbeit. Anmerkung zu Schüler und Personal scheinen bei der Explosion der Kammer verschwunden zu sein. So wie alle anderen auch. Nach der Explosion sind die Menschen verschwunden.